Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisius TV, herzlich willkommen. Heute ist der 14. Dezember und heute präsentiert uns der Kalender dieses wunderbare Bild. Schauen Sie, ein steil aufragender Berg und zur Hälfte liegt noch der Schatten drauf, aber die Spitze des Berges ragt schon in die Sonne hinein, beziehungsweise die Sonnenstrahlen erreichen schon die Spitze des Berges. Und im Laufe des Tages wird es dann ganz hell werden. Und dazu schreibt Pater Doug Henrichowski, ein Mitbruder, der die Jugendarbeit in Hamburg an der St. Ansgar-Schule leitet, folgenden Text. Ein demütiger Mensch erkennt sein Geschaffensein und Gott als seinen Schöpfer an. Dann wäre also, wenn ich bei dem Bild ausgehe, der Berg demütig, weil er weiß, dass er nicht aus sich heraus strahlt, sondern weil er bestrahlt wird. Demut, also ist das Thema. Demut kann nur gute und wahre Demut sein, wenn sie nicht gewollt wird, um Anerkennung zu erlangen. Meine Demut ist mein größter Stolz, sondern wenn sie auf den Schöpfer verweist. Johannes der Täufer zeigt eine solche Form von Demut. Er weiß, wer er ist und auch, wo seine Grenzen sind. Er lässt sich nicht schmeicheln durch die Erwartungen des Volkes, sondern bleibt sich und seiner Sendung treu. Er ist nicht selbst der Messias. Es gibt jemanden, der stärker ist als er. Er bleibt an seinem Platz, läuft keiner populären Meinung hinterher, aber trägt gerade dadurch seinen großen Teil zum großen Ganzen bei. Das fasziniert und macht ihn zum Vorbild. Ich finde es sehr klug, dass zum Thema Demut ausgerechnet so ein hochaufragender Berg gezeigt wird. Weil wir mit dem Wort Demut eigentlich genau das Gegenteil verbinden, nämlich Niedrigkeit. Eine meiner Definitionen von Demut lautet, Demut besteht in der Fähigkeit, ein Kompliment anzunehmen, ohne es zu relativieren oder ohne es direkt an andere weiterzugeben. Also man könnte auch sagen, das, was an mir groß ist, groß sein zu lassen. Das, was an mir gut ist, gut sein zu lassen. Mich nicht dauernd selbst abwerten. Demut ist in einer bestimmten Phase der Spiritualitäts- und Kirchengeschichte zu einer Art Untugend geworden, die sich Tugend nannte und die bestand darin, sich eben immer klein zu machen, sich selbst abzuwerten. Dazu gibt es einen entsprechenden Spruch aus dem Evangelium, der auch immer so missbraucht wurde. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wird erhöht werden. Also fängt man an, sich selbst zu erniedrigen. Und das Demut ist dann die, nicht die Kunst, sondern das Laster der ständigen Selbsterniedrigung. Der große Philosoph Friedrich Nietzsche, den ich nicht schätze und schätze zugleich wegen seines klaren Blicks, hatte einmal diesen Satz aus dem Evangelium, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden, übersetzt in wer sich selbst erniedrigt, will erhöht werden. Das ist eben genau die Perversion der Demut. Ich mache mich klein und dann kann ich vor Gott treten. Und wie Pater Henrichowski hier schreibt, dann ganz stolz auf meine Demut sein. Ich lasse mich von niemandem in Demut übertreffen. Und ich diene dem Herrn gerne und ich diene ihm vor allem gerne. Und ganz besonders gerne diene ich ihm in gehobener Position. Und so laufen dann manche von den Dienern und Dienerinnen des Herrn, die in gehobener Position sind, meistens sind es ja bei uns in der katholischen Kirche Diener, herum und man merkt ihnen den ganzen eitlen Stolz an darüber, dass sie dienen dürfen in gehobener Position. Ja, das ist die falsche Größe. Das ist eigentlich der Hochmut, der sich als Demut tarnt. Ein Lieblingsthema des heiligen Ignatius, ein Lieblingsthema der ignatianischen Spiritualität und der Exerzitien. Wahre Demut ist die eigene Größe sehen. Jesus hat einmal über Johannes den Täufer gesagt, der Größte unter den vom Weibe Geborenen ist
Johannes der Täufer. So hat es sinngemäß gesagt. Aber jeder Kleinste im Kleinen im Reich Gottes ist größer als Johannes. Ja, groß sein lassen, was an mir groß ist. Und nicht damit herumprotzen, sondern sich dann aber auch nicht verstecken, wenn einen der Sonnenstrahl der Sonne Gottes trifft. Und das kann unter anderem zum Beispiel sein, wenn einen der Sonnenstrahl der Öffentlichkeit trifft, die eben sieht, was man zu sagen und zu bieten hat. Und das hat ja Johannes getan. Er hat sich ja gezeigt. Und er hat gezeigt, was er zu bieten hat. Im Wissen darum, dass dieses Sehen und dieses Sich-Zeigen ein Geschenk ist. Aber dann zu dem, was sich zeigt, stehen. Ich wünsche Ihnen einen Tag voll freudiger Demut.